Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop im Monat Juli. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, der Neumond findet ja in diesem Monat im Zeichen des Krebs statt. Und Krebs ist ja so ein archetypisches Zeichen für das Gefühl, das Empfängliche, das Beeindruckbare. Also unter Krebs, die Krebse vor allem sind ja Familienmenschen, ziehen sich gerne mal zurück, träumen ganz gerne und sind auch irrsinnig, ja oft sehr zart besaitete Seelchen. Und genau in diesem Zeichen findet jetzt der Neumond statt. Und was natürlich auch spannend ist, ist, dass der Mond ja Herrscher des Zeichen Krebses ist. Also das heißt, der Mond ist jetzt in seinem eigenen Zeichen, also dass der Planet, der eigentlich für unsere Gefühle steht, ist jetzt in seinem Heimatzeichen im Neumond und definiert dadurch jetzt so, was uns jetzt so im Juli, August rein erwartet. Und das sind ganz, ganz spannende Konstellationen. Und da werden wir jetzt auch gleich mal drauf schauen. Ja, du siehst jetzt hier unten im Zwei, also da wo der Zweier steht, das wäre also das zweite Haus, aber Häuser machen wir nicht so beim Neumond-Horoskop, siehst du jetzt Sonne, Mond zusammen, das ist also am 10.7. Ja, findet eben im Zeichen Krebs statt und Krebs, ich habe schon gesagt, ist ja so dieses, da geht es ums Fühlen, da geht es ums Empfinden, da geht es um das, wie nehme ich mich selber wahr, das sind so seelische Qualitäten. Auch so, ist auch so mit dem Heim verbunden, ja? Also auch mit so dieser inneren Heimat ein bisschen verbunden. Und was wir da ganz spannend haben bei diesem Neumond-Horoskop, ist eine ganz, ganz, ganz massive, starke uranische Ausrichtung. Und zwar, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass der Uranus, also der Herrscher des Zeichens Wassermann, ja jetzt im Stier steht. Und Stier ist ja so, ist auf der einen Seite so das eigene Volk, das Revier ist die Materie, ist alles Materielle. Ne? Ist das Wohnen, genauso wie das Geld. Also das ist so alles, was wir an Materie kennen und definieren. Und da sitzt der Uranus drin, dieser große Revolutionär, der Veränderung bringen möchte, der Verwandlung bringen möchte. Motto von Uranus ist ja immer so Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ne? Bei der Französischen Revolution. Also das sind Umstürze, können da passieren, da ist Veränderung geplant und oder Veränderung gewünscht, nicht unbedingt geplant. Und es soll einfach etwas neu werden. Und dieser Uranus ist ja im Stier und wandelt ja natürlich auch jetzt unser ganzes so Zusammenleben und auch unsere Strukturen. Das haben wir auch durch die letzten Krisen auch schon bemerkt, dass da eigentlich kein Stein wirklich auf dem anderen bleibt. Dann jetzt schauen wir mal, wie sich dieser Uranus im Stier, wo sich ja weder Uranus sonderlich wohl mit dem Stier fühlt, noch der Stier sonderlich wohl mit dem Uranus, wie sich das jetzt auswirkt und wo der hinstrahlt. Und das Interessante bei diesem Neumond-Horoskop ist, dass dieser Uranus, dieser Revolutionär, dieser Umstürzler, jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt, wo der Neumond stattfindet, auf alle persönlichen Planeten einstrahlt. Das heißt, er hat eine Wirkung auf die Sonne, auf den Mond, auf den Merkur, auf die Venus, auf den Mars, auf den Jupiter und auf den Saturn auch noch obendrauf. Und da möchte ich jetzt ein bisschen so drauf eingehen. Was kann denn das bedeuten? Also Uranus, Sonne im Krebs, also Sonne heißt ja eigentlich so, schau ein bisschen nach innen, schau ein bisschen auf dein Gefühl. Und da sind Mond und Sonne im Sextil zu Uranus. Und das bedeutet eigentlich auch, wandle dich in deinem Inneren. Schau mal, dass du nicht zu sehr an alten Gefühlen festhältst und auch vor allem an das Gefühl deiner Sicherheit, was dir Sicherheit gibt. Also lass dich nicht zu sehr verunsichern, wenn etwas Neues passiert. Bleib bitte klar, eine Wandlung findet statt. Es kann auch eine Wandlung der Werte stattfinden. Veränderungen können stattfinden, aber lass dich von dem nicht verunsichern. Das wäre so die Message eigentlich von Uranus auf Mond und auf Sonne. Da ist man natürlich innerlich schon ein bisschen nervös, weil eigentlich will man nicht so gerne loslassen, aber manche Dinge
können da jetzt einfach losgelassen werden, beziehungsweise kann sich manches ändern, was ich früher als Sicherheit bezeichnet habe, dass da etwas abgelöst wird, etwas losgelassen werden sollte. Ja, das ist jetzt mal Uranus auf Sonne und auf Mond. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben beim Uranus ein Halbquadrat zum Merkur hin. Merkur ist ja im Zwilling, also der Merkur ist in seinem Zeichen. Was bedeutet das jetzt? Also da würde ich auf jeden Fall mal vorsichtig sein beim Bedienen von Maschinen. Da kann es zu gewissen überraschenden Ausfällen kommen, dass etwas ein bisschen spinnt, dass etwas vielleicht auch überhitzt, eine Maschine überhitzt, dass Dinge nicht so gut funktionieren, dass man eingeschränkt ist, vielleicht auch beim Autofahren Acht geben. Einfach da ein bisschen aufpassen. Auch auf Reisen bitte einfach aufpassen, wenn man Maschinen bedient. Also da würde ich ein bisschen Acht geben in dieser Zeit. Und da kann es jetzt einfach dazu kommen. Auf der anderen Seite kann es auch dazu kommen, dass ich ganz viel Gedanken auf einmal habe, ne? Und dass mein Kopf so scheinbar heiß rennt, wo es auch wieder darum geht, komm runter und schau, was jetzt wirklich zu dir passt und was Sinn für dich macht. Ja, und der Uranus strahlt jetzt auch noch auf Venus und Mars. Und Venus und Mars, da wollte ich ja drauf kommen, die sind zusammen im Löwen. Und das passt ja ganz gut, Venus-Mars, also diese beiden männliche, weibliche Energie, die Sinnlichkeit, die Lust, die Durchsetzungskraft sind im Löwen, also quasi in der, wirklich so im Aufsteigen, im Strahlen, das will ausgedrückt werden. Es will die Lebenslust, die Lebensfreude, das will jetzt einfach ausgedrückt werden, das will gelebt werden. Auch die Erotik will da gelebt werden. Und das passt ja auch dazu mit dem, es wird jetzt alles leichter, es werden die ganzen Auflagen und so werden jetzt mal zurückgenommen. Das heißt, diese Energie geht auf jeden Fall auf. Und da haben wir aber ein Quadrat zu Uranus dazu. Und das heißt jetzt wiederum, da ist jetzt ein bisschen zu viel, oft überbordende Lebensenergie kann da auch sein. Das kann auch heißen, also dass es schnell mal zu einem Flirt kommt, der dann auch relativ schnell wieder vorbei ist. Und auch mit Mars-Uranus ist das durchaus so eine Konstellation, wo es wirklich zu einer plötzlichen frei werdenden Energie kommen kann. Das kann eine Explosion genauso sein wie ein Unfall sein. Also das kann, da, das ist auch schon, das hat schon ein gewisses Krisenpotenzial in sich. Und da muss man dann einfach mal schauen, was da so auf uns zukommt. Angst braucht man natürlich keine haben, aber da kann natürlich auch sich plötzlich etwas ändern. Da ist etwas sehr labil, etwas sehr wechselhaft mit dieser Energie. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man am einen Tag ganz hoch oben ist und auf dem anderen ganz niedergeschlagen, unten ganz viel Energie hat, überhaupt keine Energie hat. Also das kann sich da unter diesen Vorzeichen relativ schnell wandeln und auch ändern. Ja, und dann haben wir noch das ist ein Langsamläufer, also was jetzt noch wichtig wäre, ist der Uranus auf dem Saturn drauf. Der Saturn steht ja im Wassermann und Uranus macht da ein Quadrat hin. Und das ist eben auch nochmal so dieses Zerbrechen einer Form, sagt man da zu dieser Konstellation. Das heißt, dass der traditionelle, der Gesetzgeber, der nüchterne Saturn ist da auch einer gewissen Transformation, also Transformation eigentlich nicht, ist einem gewissen Wandel unterworfen und da zerspringt etwas. Also da ist etwas nicht mehr tragbar und da ändert sich irgendetwas. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Monat und ein sehr aufgeladenes Monat von den planetaren Einflüssen erwartet uns da. Also astrologisch ist das schon eine gewisse Ballung, eben wie gesagt, uranische Energie. Und wenn du jetzt einfach mal an Uran denkst, an Kernenergie, an Kernspaltung, dann siehst du mal, was da frei wird, wenn man wirklich so quasi mit dieser Energie spielt. Das sieht man ja im Physischen und genauso kann man das auch umsetzen eben ins
ins Kosmische, dass man sagt, da ist jetzt ganz schnell ganz viel Veränderung möglich und das wird auf jeden Fall ein sehr bewegter Juli, ein sehr bewegter Sommer werden. Ja, das sind so eigentlich so die größeren Einflüsse. Pluto im Steinbock mit Neptun begleitet uns ja immer noch im Sextil. Also das ist noch einmal so dieser eingeweichte, bisschen verschleierte Pluto, den wir da jetzt dabei haben. Und wenn wir jetzt noch zum zweiten Langsamläufer kommen, zum Neptun nämlich, der hat dann auch nicht so ganz tragisch, aber der hat mit einem Trigon die Sonne und den Mond auch noch einmal bestrahlt. Das heißt auf gut Deutsch, naja, der macht uns da schon auch noch mal weicher und vielleicht nicht ganz so klar. Und was wir dann noch drinnen haben, ist beim Neptun, wir haben da ein Quadrat zum Merkur und das wäre noch mal so ein bisschen so diese ja, Warnung, aufpassen eben bei Maschinen. Das ist etwas, das ist so Auflösung von Funktion auch, also aufpassen. Ja, mal schauen, was jetzt passiert. Also da kann es wirklich sein, dass das so mit Maschinen, Flugzeugen und so weiter, dass das Autos da bitte besonders bewusst sein, darauf achten, dass man da einfach alles checkt und da nichts übersieht. Man muss jetzt da keine Angst haben, aber das sind so einfach, dass der Merkur nicht so sonderlich toll bestrahlt. Auf der persönlichen Ebene kann es auch sein, dass man so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so Denkschwierigkeiten oder Konzentrationsmängel hat, das geht aber dann auch wieder vorüber, also keine Angst bitte. Ja, das wäre so der Neptun. Und wir haben zu guter Letzt auf dem Merkur auch nochmal den Pluto drauf, noch einmal den Transformator. Also, wie gesagt, mit Maschinen, mit Funktionen, das ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr belasteter Merkur. Also bitte einfach aufpassen beim Bedienen von Maschinen. Nicht wundern, wenn man dann mal liest, dass was kaputt geworden ist, was eingestürzt. Also das würde mich gar nicht wundern unter diesen Vorzeichen. Grundsätzlich, wie gesagt, keine Angst haben. Aber Merkur eben, wie gesagt, Funktionen, Maschinen, das ist da schon eingeschränkt. Es kann auch sein, dass da vielleicht auch mal das Internet zu spinnen beginnt oder so. Ja, also das wäre da auch durchaus möglich mit diesen Konstellationen, die wir haben. Ja, schauen wir noch den Saturn. Also wir haben dann natürlich auch die Opposition. Okay, wir haben da die Opposition Saturn zu Mars und Venus und auch den Saturn noch einmal mit einem anderthalb Quadrat auf dem Merkur. Ja, also Merkur hat Saturn auch noch drauf. Hurra, hurra, und den Jupiter dann auch noch drauf. Jetzt kann man sagen, naja, wird schon gut ausgehen, wenn der Jupiter dabei ist. Aber eben alles, was da so ein bisschen zu schnell, zu hoch, zu plötzlich, zu wenig Strategie dahinter ist. Also ich würde da eben aufpassen, dieses Monat. Und eben auch, also Venus-Mars, das ist so diese Opposition, also wo man sagt, okay, du bist jetzt vielleicht ein bisschen überbordend oder es ist jetzt vieles möglich, aber sei etwas wachsam, sei aufmerksam, übertreib's nicht, ja, und vor allem eben achte auf dich und schau auch mehr nach innen. Der Neumond in Krebs lädt auf jeden Fall zur Innenschau ein, egal wie frei es scheinbar im Außen auch wird. Ja, das wäre so meine Vorschau für den Juli und in den August rein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da. Teile das Video, abonniere meinen Kanal. Ich schaue, dass ich so, also es kommt eh wöchentlich kommen 2 Videos raus und alle 2 Wochen circa Astro-Videos. Also es ist eine Menge Content. Ich freue mich auf deine Kommentare und wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Juli. Rein, hab eine gute Zeit, genieße es. Vielleicht geht es ja auch mal in die Ferien, aber ein bisschen vorsichtig sein und sind wir mal gespannt, was passiert. Tschüss und alles Gute. Ich bin Oliver Erni, Astrologe aus dem wunderschönen Linz und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.